So, eine einfache Holzharke genügt. Da bin ich wohl etwas auf die Kante aufgelaufen. So, die Idee wäre gewesen, hier jetzt als Umrandung Buschwerk zu nehmen. Jetzt wird hier schon das Licht ausgemacht. Und die Leute hier verabschieden sich. Ich nehme mich gerade im Startplatz auf. Wunderbar. Ich bin ganz froh, dass sie nicht reingekommen sind. Da weiß man auch nicht so ganz genau. Manchmal interessiert sie das gar nicht und die kommen einfach trotzdem rein. Jetzt schauen wir mal, wie das hier aussieht. So. Dann machen wir hier mal ein kleines Feld raus und... natürlich kein Wasser in der Nähe. Das heißt, vielleicht müssten wir da ein bisschen tricksen. Der Anfänger. So, kann man da Blumen drauf pflanzen? Ja. Aber wächst dann auch wieder Gras drauf? Das wäre ja doof, hm? Gibt es nicht mittlerweile auch mehrere Sorten von Blumen? Hatte ich doch mal wo gesehen. Aber wohl nicht in unserer Welt. Wir haben ja auch eine relativ alte, muss ich sagen. Aber ich habe in der Tat schon woanders Blumen gesehen, die etwas höher wuchsen. Und vielleicht können wir davon auch noch welche unterbringen. Aber irgendwie sehe ich hier nichts. Das ist ähnlich wie mit, vielleicht sind wir im falschen Biotop. Hier gab es ja auch mal ursprünglich keine Hühner und die mussten wir hierher bringen und vielleicht ist das genauso mit diesen Blumen. Ja, eine rote Blume, viele rote Blumen, da hinten gelbe Blumen, aber keine anderen Blumen. Wir müssen wahrscheinlich in der Tat nochmal auf Wanderung gehen, um noch ein bisschen mehr Botanik holen und wir müssten auch noch ein bisschen was essen, sehe ich gerade. Satt, wunderbar, das ging schnell. So, dann schauen wir doch mal, wie das aussieht, wenn wir jetzt hier schön den Weg lang gehen. Oh, das sieht aber schön aus, finde ich. Das kann man so machen. Ja, natürlich wird das dann auch wieder Gras. Vielleicht müssen wir da hier da hinten einfach ein bisschen Wasser hinpacken. Das wäre vielleicht auch eine schöne Idee. Holen wir uns doch mal einen Eimer mit Wasser. Ein paar Eimer mit Wasser und machen das einfach mal. Und dann haben wir hier tatsächlich so einen schönen kleinen bunten Fleck auch. Ein bisschen Garten am Start. Das muss ja, das sieht dann zwar so ein bisschen aus wie einem Seniorenparadies, aber tja, so ist das halt. Wo haben wir denn unsere Eimer? Die müssen aber hier irgendwo sein. Jupp, unsere drei Eimer. Haben wir Platz für Wasser? Nein. Brauchen wir gerade den Kompass? Nein, dann können wir noch wegpacken. So. Brauchen wir gerade Eisen? Nein, können wir auch wegpacken. Steckers haben wir genug. Hier haben wir wieder mal einen Samen. Den packen wir jetzt einfach mal hier rein. So, dann holen wir uns Wasser. Hallo. Nicht im Weg rumstehen, bitte. Und dann wird es auch schon wieder Abend. Dann können wir gleich mal pennen. Und dann setzen wir zur letzten Episode an, würde ich mal sagen. Denn wir sind hier auch schon bald durch. So. Kühe, wohin das Auge schaut. Wunderbar.
Die Eimer hätten wir voll. Dann können wir auch gleich mal den vollen Eimer schön pennen gehen. Und ja, setzen dann so langsam auf den Endspurt an. Ja, wunderbar, kommt alle rein. Kann ich wieder eine kleine Ansprache halten für euch? Sehr schön. Liebe Mitbewohner, gute Nacht. So. Und weiter geht's im Alltagstrott. Wunderbar. Ich muss mir, glaube ich, auch mal ein bisschen so eine Playlist zurechtlegen. Momentan mache ich das ja so, aus reiner Faulheit beziehungsweise um den Aufwand irgendwie auch zu minimieren, will ich eigentlich gar nicht erst mir eine fette Playlist zurechtlegen, weil die muss ja auch irgendwie variieren. Das ist einfach nur mehr Arbeit. Aber das ist vielleicht dann einfach auch der nächste Schritt, den ich mal machen sollte. Ja, also momentan hau ich die Musik ja beim Editieren danach drauf. Einfach weil, hat das schon geklappt? Ja, 3 Stück reichen, sehr cool. Weil ich da auch, sagen wir mal, einfach noch nicht dazu kam, das mal ordentlich durchzudenken, beziehungsweise durchzuorganisieren. Und ich natürlich einfach auch froh bin, wenn ich überhaupt irgendwie Zeit finde, da was zu machen. Und deswegen habe ich halt auch keine Playlist und so weiter. Deswegen haue ich das immer nach der Aufnahme noch drüber. Und ja, das ist natürlich nicht so gut. Auch, ich glaube, das hilft auch total beim Moderieren. Damit es nicht allzu langweilig wird. Damit man auch so ein bisschen Stimmung hat, dass man ein bisschen mitgehen kann mit der Stimmung. Ein bisschen mitsingen kann. Aber ich hatte es ja einmal probiert. Da habe ich während der Aufnahme Mucke drüber gehabt und dir wurde die Folge komplett gesperrt gleich mal, weil es anscheinend, nicht GEMA-frei war. Wobei ich mir ziemlich sicher war, dass es GEMA-frei war. Und was passiert jetzt, wenn ich mit einer Harke auf die Blume gehe? Ja, das habe ich befürchtet. Das heißt, ich muss dann in der Tat nochmal so drüber gehen. Und hoffe dann auch mal, dass das noch bis da hinten. No! War ja klar, dass das bis da hinten reicht. Und naja, sieht jetzt auch nicht so wahnsinnig geil aus mit dem Wasser. Vielleicht lege ich da noch was drüber. Oder ich mache es eins tiefer. Das müsste doch eigentlich auch gehen. Aber jetzt werde ich erstmal neue Harke brauchen. Ja, dann machen wir das zu Ende. Und dann machen wir auch so langsam Schluss hier im Kasten. Dieser unfassbar aufregenden Folge, wo ich auch so sehr viel zu erzählen hatte und noch nebenbei getwittert habe. Aber irgendwie war das halt so ein Tag, das brauchte ich jetzt einfach mal nochmal für mich. Und ja, nehmen wir die, dann ist sie auch noch im Arsch. Aber vielleicht bin ich auch nicht ganz so der Quatscher. Oder aber ich bräuchte mal einen Partner, das könnte nicht auch sein. Vielleicht sollte ich mal einen anderen winzig kleinen Let's Player anhauen, ob wir nicht zusammen ein paar Aufnahmen machen. Das macht dann vielleicht einfach auch ein bisschen mehr Spaß. Und vielleicht kann ich jemanden einladen, hier mitzumachen. Wobei, da habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Denn ja, so nicht. Was ist das denn? Weil das wird ja, da muss man einfach ein bisschen loslassen, ja. Und ich weiß nicht, ob ich das möchte. Jetzt habe ich mir das ja relativ mühevoll aufgebaut hier. Gut, das sind jetzt hier keine 1000 Folgen, aber es sind immerhin 35 Folgen. Das sind auch ein paar Stunden. Und so komplett in den Wind hauen sollte man seine Arbeit ja auch nicht. Man könnte natürlich vorher ein Safe-Game machen und dann notfalls nochmal von vorne anfangen oder halt von einer anderen Stelle aus anfangen. Aber wenn du also ein Let's Player bist und denkst, wow, der Typ ist eigentlich ganz cool, wenn er nicht gerade müde ist, dann und du hast total Bock, mit mir zusammen was aufzunehmen, dann, oder du würdest sogar vielleicht gerne hier in diese Welt kommen,
Ja, dann überleg dir das. Ich würde es einfach mal riskieren. Auf die Gefahr hin, die Blumen einfach so wegzuschmeißen. Auf die Gefahr hin, dass du dann tatsächlich ein Arsch bist und alles kaputt machst. Aber so ist das dann im Leben. Und vielleicht ist das dann auch so ein bisschen so ein kleiner Running Gag. Aber naja, eigentlich auch eher nicht. So, jetzt schauen wir uns das mal von unten an. Ja, also so finde ich eigentlich das ganz schön. Das kann man schon machen. Ganz nett soweit. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Da werde ich mal versuchen, hier noch ein bisschen, was, kann ich, könnte man es hier noch weiter fortführen? Oder tatsächlich auch hier oben, weil jetzt haben wir hier natürlich Wasser. Das heißt, das könnte man hier natürlich dann auch einfach weitermachen. Und das hier erstmal durch Buschwerk ersetzen. Nee, so nicht. So. Ja, das wirkt dann aber schon auch mal ganz schön. Ach so, ja, wir könnten natürlich auch sowas machen. Problem gelöst. So einfach geht das. Dann können wir das nämlich wieder entfernen. Und weil ich finde, das ein bisschen dick aufgetragen. Hat den natürlich nicht. So, und dann können wir da wieder Erde hinpacken. Wunderbar. Und dann können wir das Loch auch stopfen. Ja, wunderbar. Das war eine coole Idee. Das kann man wirklich so machen. Und hier drunter könnte ich im Prinzip ja auch noch mal Wasser machen. Und dann könnte ich hier auch noch ein bisschen mehr Blumenbeet anpflanzen. Dafür braucht man dann eine Schere. Weil ich habe jetzt, mag jetzt eigentlich nicht das gesamte Laub. Obwohl, wir haben eigentlich genug. Wir haben eigentlich genug. Ist alles gut. Machen wir da nämlich noch ein bisschen Wasser hin. Nee, das machen wir so. Und dann, nein. Haben wir hier doch echt das Eckchen mal ein bisschen aufgeschönt, würde ich sagen. Warum mache ich da eigentlich Erde rein? Alter, was mache ich denn? Ich bin ein komischer Typ, oder? So, dann holen wir uns hier wieder Wasser am Start. Und dann füllen wir das hier noch schnell auf. Da brauchen wir noch einen. Machen wir die anderen Eimer auch nochmal kurz voll. Das ist auch so ein bisschen so eine neue Aufnahmesituation für mich, weil hier sind auch Leute und ich weiß gar nicht, was sie von so komischen Typen denken, die quatschen und spielen nebenbei. Das ist so ein bisschen, vielleicht kennt ihr das, vielleicht nehmt ihr auch nur auf, wenn ihr wisst, es ist niemand zu Hause oder es ist sowieso niemand zu Hause bei euch. Wie handelt ihr das? Also ich bin ein bisschen unbeholfen, muss ich sagen. Und da ist auch die Zeit abgelaufen, das ist mir aber egal. Ich habe jetzt nämlich Bock, hier das noch zu Ende zu machen. Und das heißt, wir werden jetzt hier noch schön Wasser einfüllen. Ist da Wasser drin? Vermutlich. Liegt aber hier vermutlich auch in der Reflexion, weil gleich wieder die Sonne untergeht. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Acker. Auf die Gefahr hin, dass es auch gleich wieder kaputt geht. Ja. Halte noch ein wenig. Da war, ist es auch schon rum geschehen.
Aber dann machen wir hier noch ein paar Blümchen hin und dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme. Gelbe Blümchen haben wir auch noch, wunderbar. Nein! Aber wir haben zu wenig rote, das heißt, wir werden einfach ein bisschen mehr gelbe pflanzen. Aber dann eher so. Und hier noch ein rotes hin. So, wunderbar. Und ja. Achso, wir müssen da noch grün drauf bauen. Bevor die Monster kommen. Und hoffentlich schon kein Creeper und sprengt uns das gleich am ersten Tag wieder weg. So. Schauen wir doch mal. Ja, das sieht doch toll aus. Das kann man machen. Das sieht wirklich schön aus. Und damit würde ich sagen, beenden wir jetzt mal so langsam die Aufnahme hier. Mit diesem wunderschönen Blumenbeet und den Fackeln. Beziehungsweise hier unserem wunderschönen Häuschen. Vielleicht schauen wir das uns mal von oben an. Unserer kleinen Schmiede. Bedanke mich dann recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, ihr 7 Zuschauer. Und ja, das sieht sehr gut aus. Das war eine ganz tolle Idee von mir. Und ich wünsche euch alles Gute. Hoffe, ihr seid bald mir gewogen. Schaltet vielleicht das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, Show and Play Minecraft mit Droidboy. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche euch eine schöne Restzeit. Tschüss!